So, dann machen wir das doch mal. Gehen wir da mal rein. Ach so, nach der Folge muss ich erstmal da wieder ein Päuschen machen für heute. Ey, es ist so warm. Es ist einfach so warm. Und ich weiß nicht, ob man das hört, aber der PlayStation ist auch echt warm. Die ist ganz schön laut gerade, ey. Vorsicht. Echt? Noch von eben, oder? Nee, da unten läuft einer rum. Ach, das ist der mit der Minigun. Ich dachte, der wäre hochgegangen. Ja, der PlayStation ist auch echt warm mit seinem Gepfeife hier. Ich weiß nicht, ob man das hört. Achso, und apropos hören. Oh, er lebt noch, oder? Apropos hören. Ich weiß nicht, ob mein Sound jetzt besser ist. Ich habe ein bisschen was mit der USB-Spannung gemacht und so. Ich habe mir das jetzt noch nicht angehört. Das hat ja immer so komisch geknackt. Wenn es immer noch so ist, tut mir leid. Ich bin dran am Arbeiten. Vielleicht habe ich es jetzt schon gelöst. Ich hoffe es. Wenn nicht, dann, wie gesagt, tut mir leid. Ich bin ja schon seit Ewigkeiten dran hier mit der Elgato, mit der USB-Spannung, mit dem Mikrofon da irgendwas zu machen. Weil da läuft er noch rum. Ja, weil das scheiße ist halt. Ach guck, der ist fast hin. Shit, shit. Den mache ich noch platt. Den mache ich vorher noch platt. Wo ist er? Dich mache ich noch platt vorher. Bleib stehen, bleib stehen. Ich kann nicht so mehr. Fuck. Ah, Mann! Der rennt immer genau dann weg. Ja, ist ja natürlich nicht doof von ihm, ne? Muss man ja sagen. Ich könnte auch einfach so machen. Hätte ich mir die Munition auch sparen können. Okay, es ist jetzt also nur noch der da oben da, der sich jetzt nochmal hinsetzt und sich nochmal in den Kopf schießen lässt, ne? Ja, sehr gut. Den Kopf. Sie sind alle hin! Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob irgendwo noch welche versteckt sind. Okay, dann brauche ich doch gar nicht so vorpreschen. Ich muss jetzt aber hier nochmal gucken. Okay, es scheint keine Splittermine mehr da zu sein. Watz reagiert nicht. Das ist gut. Das ist gut, 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 gut. Nehmen wir die mal. Ja. Geil. Patronen. Yeah! Haben wir hier in dem Fleischsack auch Patronen. Ja! Yeah, geil! So. Ist hier noch irgendwo eine Splittermine? Nein. Ach, das war der andere. Okay, es sind also drei gewesen. Der ist auch eben hochgegangen in der letzten Folge. Sehr gut. So gefällt mir das, wenn ich mich nicht so hardcore mit denen auseinandersetzen muss, weil... Oh Gott. Pier der Küstenwache. Habe ich mich erschrocken. Fumm, hat's gemacht. Ich hab gedacht, ich wollte gerade im Watz nach Splittermin suchen und dann hat er so Fumm gemacht. So, haben wir nichts drin. Okay, dann gehen wir hier mal rein. Radio Tiny Tower. Okay. Das ist neu, glaube ich, ne? Schön alles absuchen. Dogmeat, guck nach. Aluminium. Radio Tiny Tower Signal. Okay. Wollen wir uns das mal anhören? Tower, okay. Aha. Warte mal, habe ich das jetzt schon auf der Karte? Da war ein Lock. Trinity Tower. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ist dieser Trinity Tower? Huch. Wollte rauszoomen. Warte mal, kann ich dem Vorhang fällt? So, ach nee, warte, Karte. Herrgott. Karte. Da. Okay. Gehe zur der Funknachricht. Gehe der Funknachricht nach. Okay. Okay, okay. Das ist interessant. Wiedergabe. Eddie Winter Holoband. Nachricht an Claire Posinski. Es ist an der Zeit, über einen Urlaub nachzudenken. Wir klingen 6 Wochen in Irland. Dublin, Galway Bay,
Waterford. Vielleicht eine Woche in der kleinen Herberge in Kilkenny. Und keine Sorge, wir müssen meinen Cousin Steven nicht mitnehmen. Soll er doch allein aus dem Land flüchten. Ich habe ihm gesagt, er soll den Bullen bedrohen, nicht mit einer Schrotflinte den Kopf wegblasen. Von mir aus kann er in der verlassenen Fischerei am Union Wharf verrotten. Liebe dich. Okay. Eddie Winter, Ende der Aufnahme. Alles klar. Gut, ich wollte gerade nicht unterbrechen. Ich habe mal so eine Küstenwassermütze mitgenommen, weil ich es lustig fand. Moment, da oben war auch was zum Entsperren. Das wollte ich jetzt auch nicht machen, wegen der Aufnahme. Weil ich glaube... Ich glaube, da hätte ich die unterbrochen mit. Hier den Safe. Den kann ich aufmachen, ne? Nee, doch nicht. Wie komme ich so nicht auf? Ach, scheiße. Ich muss unbedingt mich upgraden. Scheiße. Und dann... Dann liegen hier überall Sachen rum. Und ich finde die nie wieder. Kacke. Muss ich alles nochmal absuchen zum Schluss. Wo bist du denn? Wo denn? Hä? Was denn? Wo denn? Was denn? Was hast du denn gefunden? Zeigst du mir gerade hier den Safe oder was? Ja, hast du gut gemacht. Oh Mann, Doc Me. So, hier, Terminal. Wieder was zum Lesen. Küstenwachen, Zellenterminal benutzen. Kann ich bestimmt aufmachen. Weil, Moment. Hier, Kabel, ne? Kabel. So. Da kann ich die Zelle hier mit aufmachen. Oh, da ist... Was ist da drin? Ach, da liegt so eine Plakette. Geil. Okay. Muss ich bestimmt hacken. Küstenwache, Beweismittelterminal, internes Netzwerk der Commonwealth-Küstenwache. Ach du Scheiße, hier wieder 1000 Fälle. Connors Aufzeichnungen, Schmuggel. Ach, das sind diese ganzen Fälle, die wir auch überall haben, ne? Ah, Jungles-Puppen, gefälscht. Okay, entfernt durch die Abteilung zur Entsorgung von biologischem Gefahrgut. Beweismittel, hölzerne Spielzeugsoldaten, entfernt durch die Abteilung. Was? 13 Packungen Fancy Lenzkuchen. Status gespendet an Tafelorganisation Helfende Hände. Okay. Das dauert alles so lang. Karte aktualisiert. Beweismittel. Holoband 3. Übergeben an Officer Hart. Polizeirevier. In der Asservatenkammer des Polizei abzulegen. Im Safe der Asservatenkammer des Commonwealth Küstenwache. Okay. Whatever sich da auf der Karte aktualisiert hat. Oh, das ist echt ätzend, dass das immer so lange lädt hier. Einheiten injizierbarer Drogen. Eigentum von Case. Bla, abgeholt von uninteressant. Boah, diese Fälle finde ich so ätzend, dass sich das hier immer ewig aufbaut. Maloneys Aufzeichnung. Unentschuldigtes Fernbleiben. Einsatzdokument für Mr. Maloney vom 2.10. Status in der Asservatenkammer der Küstenwache. Die sind ja alle tot. Also die Leute, oder? Und in den Asservatenkammern haben wir bisher auch nichts finden können. Ein Fotoset des Opfers am Tatort übergeben an Federal Officer A. Jeanette. Der Senat für Serienmord. Küstenwachen in Form, Uniform, Wasser durchtränkt von Fenrich White. Übergeben an Bra. 2 Nuka-Cola-Kronkorken aus Fenrich Whites Augenhöhlen. Was ist denn da passiert mit diesem White? Okay, Türöffnung. So. Mehr wollte ich doch gar nicht. Verdammte Axt. So. Du bist bestimmt einer der, von denen wir gerade gelesen haben. So, was ist das denn hier Schönes? Unglaublich überwältigende Geschichten. Nett. Du hast eine Ausgabe von unglaublich überwältigenden Geschichten gefunden. Du verursachst 5% mehr Schaden mit Waffen mit Zielferrohr. Geil. Oh, das Cover war schön. Das Cover war sehr hübsch. Konnte ich gar nichts zu sagen. Zu schnell weggedrückt. Ist zu gut geschätzt. Ja, das ist die Asservatenkammer. Guck mal, wie gut das aussieht da drin. Scheiße, ich will rein. Ja, gut, okay. Haben wir hier irgendwo einen Schlüssel drin? Nein, haben wir nicht. Okay. So, wo geht's denn hier lang?
Was hat denn da gerade so geblubbert? Nichts. Da hängt eine Mine. Warum treffe ich die denn nicht, bitte? Hä? Ah! Ja, keine Ahnung. Die hängt da, aber gut. Scheiß drauf. Ist mir ja auch ein bisschen egal, ne? Gut, was haben wir hier noch drin? Jemand da? Hallo, hallo? Was? Was ist das? Ach, Kaffeekanne. Verstellbarer Schraubenschlüssel. Okay, das kann ich irgendwas von nehmen. Blutpaket und Psycho. War das uninteressant. Was haben wir hier noch? Schachtel Zigaretten. Tja, wirklich alles sehr uninteressant. Das ist ein großer Hubschrauber. Hubschrauber? Ja. Überall Öl. Schön. Da hätte man die auch anstecken können. So, dann gehen wir hier nochmal rum. Aber, pff. Schon reichlich uninteressant. Ach, guck mal, hier geht's runter. Da fällt das Ding dann runter, oder was, wenn ich hier lang gehe? Ja? Ja? Tut's das? Was ist das? Warum fliegt die denn da so in der Luft? Ich gehe mal schnell vorbei. Ja. Ich wollte die abschießen. Ist ja scheiße, hör mal. So. Kann man das hier auf... Ich hasse diese Dinger. Ich erschrecke mich immer vor denen. Und dann nerven die mich halt ewig. Ich weiß, es ist Munitionsverschwendung. Das Schloss sieht stabil aus. Ja, ja. So eine Kacke, hör mal. Ich kann hier nichts öffnen, ey. Ist doch scheiße. Echt. Mann, so. Da ist eine Brücke. Da gehen wir jetzt auch nochmal hin, oder? Würde ich mal meinen. Damit wir noch ein bisschen was zu tun haben hier. Ich gehe nur außerhalb der Straße, weil Splitterminen und so. Aus Gründen. Warte mal, habe ich Dogmeat wieder irgendwo abgesetzt? Ich hasse das. Ich hasse es. Echt. Ach, Mann. Der sitzt bestimmt hier noch vorm Safe. Ja, war mir klar. Position halten. Und los. So, ist gut. Hast den Safe genug angeguckt jetzt. Komm mit. Huch. Bisschen zu früh gesprungen. Boah, Dogmeat, komm. Hallo, jemand da? Yeah! Euch kann ich ja richtig gut leiden. Scheiße. Warum kann ich nicht weiter rückwärts? Oh Mann. Gegen die brauche ich irgendwas anderes. Oh nein, wie schnell wir sind. Du bist richtig ätzend. Stirb doch einfach mal. Fuck. Boah, die machen mich so schnell platt. Irgendeine andere Waffe nehmen. Maschinenpistole? Nein. Den wollte ich, die wollte ich. Nein, die ist auch kacke. Naja, ist vielleicht nicht so ganz so kacke. Komm, du musst doch jetzt mal hin sein. Hat der gerade einen Bolzen geschossen? Ich kann den nicht abschießen! Fuck! Oh, fuck! Die sind mega schwer. Also die hauen mir voll einen rein hier. Die sind echt nicht geil. Sehr ungeil sind die. Ich brauche irgendeine andere. Nein! Oh, Alter!
Fuck! Es hat nicht gereicht. Scheiße. Wann habe ich zuletzt gespeichert? Scheiße. Fuck! Beim Beenden wird... Oh, hab ich hier irgendwas vergessen? Nein. Scheiße. Oh, Scheiße! Ich muss Schluss machen. Da kommt einer, der kann. Hilfe! Kacke, Mann! Was immer man über Funk so sagt. Ich heiße Rex Good. Scheiße, ich hab gedacht, der hört auf zu labern, wenn ich hier rangehe. Ich glaube, die Supermutanten. Nein! Fuck, ich bin. Ich hab gedacht, ich hab schon geöffnet, wollte direkt zurückgehen. Ich sollte nicht so ungeduldig sein. Also erstmal hier drauf drücken, Tür öffnen, rausgehen und jetzt das scheiß Radio ausmachen. Zum Kotzen, Leute. Echt. So, jetzt können wir uns das hier nochmal angucken. Perfekt. Schön. Nur deswegen. Scarlet Sniper. The Scarlet Sniper. So. Awesome Tales. Geil. Nehmen. So. Kann ich mir das wenigstens nochmal angucken. Nur deswegen habe ich das natürlich gemacht. Also war ja voll Absicht, dass ich das nochmal mir angucken kann. Jetzt ist die Frage, habe ich jetzt hier noch sonst noch irgendwas vergessen? Oder... Ich bin ja jetzt noch nicht überall hier gewesen. War hier unten noch was? Nee, ne? Da drüben doch. Hier. Hier. Munition. Oh! Die habe ich eben gar nicht mitgenommen. Okay, es war Schicksal. Ich verstehe, es war Schicksalsspiel. Danke, 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 dass du mich nochmal darauf aufmerksam gemacht hast. Dass ich ja hier nochmal hingehe. So. Kommen die nämlich auch mit. So, unten brauchen wir nicht lange, war ja eh uninteressant. Hier kann ich auch nichts machen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwas vergessen. Ist mir aber jetzt auch egal. Und die Lichter schieße ich jetzt auch nicht ab. Komm, ich ignoriere die jetzt. Da oben war noch einer auf dem Dach. Da sind wir noch gar nicht gewesen. Warte mal. Den könnte ich ja eben noch mal. Den haben wir noch nicht. Den hatten wir noch gar nicht. Den hatten wir noch. Und den haben wir uns noch nicht gefunden. Ja, gefunden. Ich habe mir jetzt gerade durchgelesen, was Doc mit gesagt hat. Was Doc mit gesagt hat. Entsperren. Das muss ich ja nicht. Kann ja außenrum gehen, oder? Nee. Was ist denn hier so? Uninteressant. Was habe ich denn jetzt sagen wollen? Scheiße, ich weiß es nicht. Egal. Den hatte ich auf jeden Fall noch nicht ausgeraubt hier. Das können wir hier nochmal machen. Seht ihr? Guck mal hier. Meine Güte. Hat sich ja nochmal gelohnt, oder? Ja, Dogmeat, ich weiß, du hast den. Ich weiß, dass da unten Dings ist. Aber den, ich kann den halt nicht öffnen. Was soll ich sagen? Ist uninteressant. So. Wir wollen jetzt die Viecher, die Roboter umbringen. Das kann ich ja nicht auf mir sitzen lassen. Jetzt muss ich nur eben gucken. Ich nehme hier erstmal. Nein, Blödsinn. Hilfsmittel. Ein Red Away. Und dann. Tatobären, dass das mal voll wird. Und dann. Muss ich mal gucken, was ich für eine Waffe nehme für die. Die Kampfflinte ist nicht schlecht. Die ist natürlich echt gut, ne? Für sowas, glaube ich. Für die ist die echt gut. Komm, ich nehme die mal. Ich probiere es mit der. Kann ich die irgendwie von hinten, kann ich die irgendwie überraschen? Vielleicht? Oder spawnen die einfach so aus dem Nichts? Ich will da nicht direkt reinrennen. Da. Die haben mich noch nicht gesehen, oder? Aber Dogmeat haben sie gesehen. So. Erstmal ein bisschen auf Entfernung gehen.
Der macht Geräusche wie eine Lokomotive, ist ja süß. So. Dich nehme ich mir mal mit einem kritischen Treffer vor. So, und den anderen mache ich jetzt noch platt. Komm, das schaffe ich. Alter. Alle weg? Nee, da hinten läuft noch einer, okay. Aggressotron! Geil, neue Mods für die Roboterwerkbank. So, da hinten läuft noch einer rum. Da kommt er. Servotech-Müllbot. Was willst du denn? Oh, eigentlich will ich dir gar nichts tun. Irgendwie siehst du niedlich aus. Warte, ich muss hier eben... Ich muss hier was... So. Irgendwie bist du gar nicht so... Du bist nicht schnell und nichts. Ist irgendwie unfair. Finde ich. Jetzt kümmerst du dich eh um Dogmeat oder was? Hm. Oh, ich habe keine Scheiße. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Wie geil, Dogmeat! Ja, mach weiter so! Sorry, aber das war mega witzig jetzt. So, Wurmpuff. Aggressoton Torso. Geil. Ja, mein Gott. Okay. Wisst ihr, was ich kurz mache? So. Kommen hier noch welche? Dass der eine wie eine Lokomotive geklungen hat, war witzig. Oh, die haben ein paar Leute umgebracht. Ach so. Nee. Karawanenwache. Scheiße. Ich dachte, das sei ein, Dingens, wie heißt es? Welche aus der Vault, aber die haben Karawanenwaffen-Dinger an. Teebeere, Impro-Pistole. Rest ist uninteressant. Nein, ich wollte nur einfach raus, wie immer. Okay, hier könnte ich jetzt schlafen, oder was? Nee, könnte ich nicht, okay. Oh, da drinnen vielleicht. Moment, da? Sitzt da einer? Oh! Wie cool ist das denn? Moment mal, wie nehme ich denn nochmal die Waffe weg? So, nee, das ist Licht. So. Leute, Thumbnail oder nicht? Das ist natürlich doof mit dem Teddybär, dass das da so drüber steht. Warte mal, so. So, warte, warte. So. Warte, so. Cool. Schmutzige Postbotenmütze. So, nehme ich beides. Ach, scheiße, echt. Der Teddybär war jetzt zu viel. Dogmeat, komm mal her, ich muss dir ein paar Sachen geben, bitte. Dogmeat! Hey! Bleib bitte stehen. Hier drüben. Komm mal her. So. Ich muss dir ein wenig Kram abgeben. Diverses Schrott. So. Das reicht erstmal, oder? Guck mal, die... Was soll ich mit der? Warum nehme ich die mit? Tue ich weg, oder? Untersuchen, verlassen. Lagern? Nee. Ach so, ich kann, wenn ich hier drin bin, kann ich die ja nicht. Ach, guck mal, ihr spielt direkt mit dem Teddybären. Ah. Dogmeat sollte eigentlich immer einen Teddybär haben im Inventar. Das ist zuckersüß. Waffen. So, die wollte ich mal ablegen. Und komm, die lege ich auch ab. Was haben wir hier noch? Kronkorken. Schaltplatte Militär. Das ist auch gut. Mikroskop. Telefon. Alles klar. Oh, warte, was war der Rest? Lederrüstung. Alles uninteressant. Jetzt regnet's. Ja, da würde ich mich auch kratzen. Kommen wir da so rüber? Nee, ne? Höchstens unten lang. Aber da tun wir uns nachher nur weh. Das lassen wir lieber. Was ist da denn noch? Ist das eine Stadt? Alter, jetzt geht's aber ab hier. Da können wir bestimmt schlafen. Ich glaube, da gehe ich mal hin. Karte. Okay. Das habe ich auf jeden Fall abgeschlossen. Dann gehe ich da mal eben hin. Weil ich würde gerne, bevor ich jetzt die Folge beende, also ich würde es gerne mit einem Nickerchen beenden.
Mal gucken, ob wir da einfach so schlafen können. Ich vermute ja nicht. Fischerei, ja, Yachthafen. Ja. Geil. Mal sehen, was uns hier so erwartet. Ich habe so das Gefühl, es erwartet hier nichts Gutes. Hier irgendwelche Dingsviecher, wie heißen das? Okay. Sowas zum Beispiel erwartet uns hier vielleicht. Oh, Dogmeat hat das aufgemacht. Ich dachte gerade, was ist das denn? Warum? Da ist auch eine. Sowas Gemeines, finde ich. Entschärfen kann ich die ja noch nicht, ne? Glaube ich. Dafür muss ich erst irgendwie mich updaten. Ableveln. Okay, hier ist Munition. Das war's? Hier sind keine Spitaminen mehr? Anscheinend nein. Okay. Ciao, Dogmeat. So, dann gehen wir hier mal rein. Und sperren. Das kriege ich aber hin, oder? Komm, geht das schon? Nein. Hätte ja sein können. So. Okay, fast. Sehr gut. Ching. Das wär's. So, hallo, jemand da? Hallo? Jemand da? Hier muss man da irgendwo pennen können. Selbstgefertigter Stolperdraht. Ich kann ihn schärfen. Okay. Weiß nicht, ob ich die Splitter hineinschärfen kann. Weil wenn ich so nah an die rankomme, dann gehen die ja hoch. Ne? Zwangsläufig. What a ray. Splittermine, geil. Okay, da unten ist Licht. Da ist noch eine Splittermine. Da war ein Loch. Du hast was gefunden? Wo bist du denn? Wo denn? Dogmeat, ich muss hier erstmal gucken. Ich habe das Gefühl... Nochmal entsperren. Okay, von mir aus. Ach, hätte ja sein können, dass das so ähnlich ist. Ja, es ist so ähnlich. Geschafft. Ach, die Splittermine, stimmt. Soll ich mal versuchen, die zu entsperren? Zu entschärfen? Habe ich das schon mal gemacht? Ja, ne? Nein! Ach, ich hätte... Ach! Ach, ich kann sie dann entschärfen. Ah, da stand entschärfen. Okay. Ja, gut. Ja, gut. Okay. Dann mach ich das bei der. Pass auf, Dogmeat, nicht auslösen. Ich muss die entschärfen. Da stand jetzt nicht entschärfen. War ich wahrscheinlich nicht nah genug dran. So, wir gucken kurz hier, was hier noch so ist, bevor wir da reingehen. Yay! Da ist noch ein Stolperdraht. Tsching! Fancykuchen, geil! Was haben wir hier noch? Kartoffelchips. Oh ja, ich liebe Kartoffelchips. Ah, oh, was ist das? Jam, yeah! Oder Cam, wie auch immer. Superkleber. Sicherung. Flasche mit Frostschutzmittel. Terpentin, du trägst so viel. Scheiße. Wo bist du? Aluminium, ich brauche Aluminium. Haben wir hier noch mehr Dosen? Oh, diese Dosen sind so wichtig. Was haben wir hier noch? Okay. Und hier? Knusprige Eichhörnchen. Komm mal, Dogmeat, komm mal her. Hey. Komm mal hier hin. Genau, und dann lass mich mal... Stopp. Hier hin. So, ich bin dafür, dass du mir noch ein paar Sachen abnimmst. Ach, ich habe den Chemieanzug auch noch dabei. Der ist so schwer. Naja, 5. Den gebe ich dir auch mal. Ah, und das hier könnte ich eigentlich mal wegtun. Komm, ich gebe dir das mal. Dann gucke ich mal. Das gebe ich dir auch mal. So, und dann Schrott. Aluminiumdose, sehr geil.
Die Blechdose ist nicht gut, aber Aluminium ist geil. Wobei kriege ich auch Stahl. Schwupp, 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 schwupp. So. Jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Platz. Kronkorkenmine. Komm, das kann ich dir auch mal geben. Das brauche ich jetzt auch nicht. Die Splittermine brauche ich jetzt auch nicht. Gut. Das war's erstmal. Ach, guck mal, die brauche ich auch nicht. Komm, die gebe ich dir. Kann die ja immer noch bei dir entfernen. So, was haben wir hier noch? Da, seht ihr? Das habe ich nicht gedacht. Die gibt's hier bestimmt. Nee, ich wollte keinen Schrauben schütteln. Ich wollte das hier mitnehmen. Okay, was haben wir da? Einzelne Patronen. Auch geil. Vorkriegsgeld. Was ist das? Was ist das denn? Ach, das ist der provisorische Bombe. Okay. Feder, Stahl hinzugefügt. Whatever. So, was haben wir hier noch? Ach, so ein Ding. Na, also. Geil. Oh Gott. Ödland-Überlebensführer. Du hast eine Ausgabe des Ödland-Überlebensführers gefunden. Dauerhaft plus 50% Heilung durch bestrahltes, abgepacktes Essen und Trinken. Wow. Was steht denn da drauf? Issue, why me? The bright side of radiation poison. Okay. Cool. Nehm. Gerne doch, aber gerne doch. Das ist eine leere Flasche. Was haben wir hier noch? Ach, Zigarettenkiste. Was ist das? Weiß halt nicht, ob die gut sind zum Verkaufen. Da ist nichts drin. Gut. Was ist da noch? Uninteressant. Alles klar. So, Moment. Bevor ich jetzt weitermache. So. Weil ich weiß nicht, was uns hier drin erwartet. Das leuchtet hier so und das sieht so aus, als wäre hier ein bisschen was los. Da ist eine Splittermine. Können wir nochmal ausprobieren. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das hinkriege. Dogmeat steht mittendrin. Boah, ist der abgefuckte Motherfucker-Hund, der keine Ahnung hat. Ja gut, okay. Gehen wir erstmal rein. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber verschwinde lieber, bevor ich durchdrehe und dich abknall. Ich tu nichts. Durchdrehen? Ich will keinen Ärger. Drohen. Lass uns einfach reden. Ich will keinen Ärger. Ich will keinen Ärger. Bin nur auf der Durchreise. Quatsch! Hier kommt niemand her. Du kannst keine Synths belügen. Das hören wir an deiner Stimme. Aha, ein Synth. Du bist irre. Beruhig dich. Warum glaubst du, dass du ein Synth bist? Gedächtnisverluste. Leute, denen ich wehtat, aber an die ich mich nicht erinnere. Jeden Moment könnten sie ein Signal senden. Oder ich sehe Orange. Oder irgendetwas anderes und... Bumm. Noch ein toter Dummkopf. Also, verschwindest du oder wartest du, bis ich dich töten muss? Ich bleibe. Was ist passiert? Waffe runternehmen. Okay, ich fange erstmal mit Gelb an. Das ist... Nee. Ich bin weg. Also, Gelb ist gut. Orange ist schwieriger. Und Rot ist... Funktioniert nicht. Okay, dann... Wir reden doch nur. Warum nimmst du nicht den Finger vom Abzug? Gut. Das heißt aber nicht, dass du hier willkommen bist. Hast du genug Sins begafft? Gehst du jetzt, bevor sie mich dazu bringen, dir weh zu tun? Was ist passiert? Muss mich ausruhen. Ja, ich muss mich ausruhen. Dahinter muss mehr stecken. Was lässt dich denn glauben, dass du ein Synth bist? Du gehst ein Risiko ein, hier mit mir zu reden. Aber wenn du danach gehst... Mein Enkel Samuel und ich waren allein, seit meine Tochter gestorben war. Wir sind auf einem Hof untergekommen. Nicht leicht für mich, aber wir hatten zu essen. Eines Nachts hatte ich Wache. Ich sitze mit einer Waffe auf den Knien, schaue über den Hügel und dann bin ich wohl eingeschlafen. Mehr weiß ich nicht. Das Nächste, woran ich mich erinnere, ist ein Schuss, der mich aufweckt. Und Samuel liegt vor mir und überall ist Blut. Noch jemand da? Ihr die Schuld geben, rede weiter, sie ermutigen. Rede weiter. Das war's auch schon. Alle kamen rausgerannt, aber da waren nur Samuel und ich. Keine Raider, keine Gunner, nur Blut. In einer Sekunde war er da und in der nächsten fort. Diese kleinen Finger, die meine Hand gehalten haben. Es ist meine Schuld. Du kannst dir nicht vorstellen, wie das ist. Vielleicht auch nicht. Ausweichend. Über Sean reden. Du hast ihn ermordet.
Mein Mann wurde getötet, mein Sohn entführt und ich konnte nichts tun. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich wusste nicht. Ich hoffe, du findest ihn. Nur die Familie ist in dieser Welt noch was wert. Aber er war wohl nicht wirklich mein Enkel. Sie haben mir bestimmt die Erinnerungen eingepflanzt. Denn wer könnte sowas der eigenen Familie antun? Jetzt weißt du, warum ich hier bin und warum du gehen musst, bevor sie mich wieder töten lassen. Ich bin ein Sünd und man kann mir nicht vertrauen. Nochmal erklären, egal, kein Sünd, vielleicht bist du einer. Vielleicht bist du ein Sünd. Trotzdem kannst du dich ändern. Kapierst du es nicht? Ich bin zu gefährlich. Irgendwann verletze ich jemanden. Komm damit klar. Anderen helfen. Einen Tag nach dem anderen. Wir fangen erstmal damit an, das ist immer gut. Geh die Dinge einfach ruhig an. Du musst nichts überstürzen. Ruhig angehen, ja? Also es tut mir leid, dass ich dich mit der Waffe bedroht habe. Du hast wohl recht. Ich muss meinen Frieden mit dem machen, was geschehen ist. Ich kann nicht davor weglaufen. Du kannst jetzt die Werkstatt von... Ah, sehr gut. Cool, dann kann ich hier auch gleich. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Wir machen mal die Tür zu, weil es ist eklig draußen. Phyllis Daly. Ja, cool. Jetzt kann ich mich hier drin bewegen. Was du hier erledigen willst und verschwinde. Und halt dich von meinen Sachen fern. Ich klau dir nichts, keine Sorge. Was haben wir denn hier so? Ein Safe zum Beispiel. ich weiß nicht, ob ich den benutzen kann, ohne dass ich Ärger kriege. Das mache ich lieber noch nicht. Ich kann ja dann gleich schlafen, dann kann ich ja mal nachgucken, ob das was ausmacht. Ich weiß nicht, ob ich in die Terminals einfach reingucken darf. Wobei, das habe ich ja bei Dingens auch gemacht, ne? Bei, Piper. Du hast mir viel Stoff zum Nachdenken gegeben. Hey, Phyllis. Hey. Okay, ich habe gedacht, ich kann noch weiter mit dir reden. Gut, dann beende ich die Folge hier erstmal und mache ein Nickerchen. Und dann können wir ja mal gucken in der nächsten Folge, was wir hier so... Ob wir hier in den Terminal noch ein bisschen was lesen können und so. Aber jetzt erstmal ein Nickerchen. Nickerchen ist nie verkehrt. Danach scheint bestimmt auch wieder die Sonne. Boah, das ist hier auch offen, ne? Und warum zieht die Matratze nicht hier... nicht hier noch... Okay, weil da eine Treppe ist wahrscheinlich. Hier in die Ecke zum Beispiel. Das ist überdacht. Und jetzt hier liegt die Matratze halb im Regen. Naja, gut, egal. Wir legen uns halb in den Regen. Gute Nacht!